Servus, liebe Wander-, Outdoor- und Bushcraft-Freunde. Ich habe irgendwie gar keine Lust mehr auf den Winter im Moment. Und darum habe ich mir gedacht, ich packe mal für den Sommer. Ein bisschen Sommerfeeling für euch, für mich. Vorfreude. Und das Setup hier ist echt gut, was ich jetzt zusammengestellt habe. Wiegt 12 Kilo. Ich habe noch zwei leere Flaschen Wasser drin. Da kann man natürlich dazu rechnen, noch 2 Liter. Ungefähr 14 Kilo dann. Und der Dreiweinhocker, der muss ja nicht unbedingt dabei sein. Zeige ich euch ganz kurz, was ich alles eingepackt habe. Ich würde ganz gern oben anfangen. Dort habe ich meinen Essenspouch mit dem Wasserfiltersystem, aber das habe ich ja schon so oft jetzt gezeigt. Und mein Feuerzeug, Feuerstahl und alles, was ich so benötige. Also dieses Besteckpaket. Im Löffel sind auch drin. Das Erste-Hilfe-Set reingepackt. Die Stirnlampe, Toilettenpapier. Fast leere Taschentücher, Erste-Hilfe-Buch, okay. Das ist eigentlich immer standardmäßig drin, aber jetzt habe ich es halt gerade mal da. Das wäre also oben an den Seitenfächern einen Poncho, dann die erste Literflasche. Sitzt jetzt da ein bisschen schwer rauszukriegen. Ach so, ich habe den Komprimiergurt nicht abgemacht, selber schuld. Okay. Also dazu kommt der Tatonka-Becher noch. Ein Dreibein auf der Seite. Eine Regenhose. Die andere 1-Liter-Flasche. Hier habe ich noch ein paar Spanngurte drinnen. Die kann man immer gebrauchen, wenn man vielleicht was dann außen befestigen möchte, eine Jacke oder so. Weil mit Jacke und Zubehör, also Anziehsachen, schaut es da ein bisschen knapp aus jetzt. Aber für eine Übernachtung, da kann man das schon im richtigen Sommer, wenn es trocken und warm ist, aushalten. Hier vorne habe ich meinen Fresssack dran. Der Fresssack, da ist eigentlich alles so drin, was ich so auch für eine Übernachtung benötige. Dieses Standardessen, das brauche ich einfach nur hinpacken, der ist immer gefüllt. Den kontrolliere ich regelmäßig, tausche das aus. Das heißt zum Beispiel drin Erbswurstsuppe, Chinasuppe, Tee. Tee habe ich viel dabei, Zucker und Kaffee halt. Das, was man immer so auch für Tagestouren braucht. Das heißt, das Sackerl, das nehme ich dann immer und tausche das einfach in dem Rucksack aus. Das spart mir viel Zeitaufwand. Ah ja, und auch Putztücher und für die Brille und so weiter. Ja, Hauptfach hier. Einmal die Arbeitshandschuhe. Hier draußen habe ich das Mora Light My Fire befestigt. Also in dieser Innentasche, Innenmolle, Seite. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es benennen soll. Dann habe ich die UL Isomatte. Das AquaQuest Tarp. Sehr leicht. Eine Lidl-Säge noch im Moment. Mal schauen, ob was anderes kommt. Mein Säckchen mit den ganzen Schnüren. Also Abspannschnüre, Expander und so weiter, Paracord. Dann zum Kochen hier in dem, das ist hier diese Helikon-Textasse, Deckel, und da drin ist dann immer eingepackt mein Brenner, ist in dem Fall der, jetzt komme ich nicht drauf, Brennpaste M71, mein Gott, genau, mit Ersatz. So, unten habe ich dann den billigen Lidl Sommerschlafsack, komprimiert, aber würde den wahrscheinlich dann ganz gern austauschen von Helicontex in den Swagman, weil der Swagman hat den Vorteil, dass es als Poncho zu tragen geht, als Decke und eben als Schlafsack. Also es ist kein Mumienschlafsack, also wo du zumachen kannst mit Wärmekragen und so weiter, aber ich glaube, im Hochsommer reicht das völlig aus. Der ist zwar ein bisschen schwerer, aber ich finde den einfach super, wenn man den sich dann überziehen kann als Decke, wenn es morgens vielleicht noch ein bisschen frisch ist. Nur mal so die Idee halt. Dann habe ich die Outdoor-Unterlegmatte, weil die schön leicht ist. Ja, gut, da ist jetzt so ein Kaffeeding noch drin, das brauchen wir jetzt nicht. Die Heringe habe ich hier an der Seite dran. Ganz wichtig. Und das größte Teil ist dann das Katoma-Bettnetz. Das Moskitonetz ist mir das Allerwichtigste im Sommer. Weil ich kein Hängemattenschläfer bin, brauche ich sonst gar nicht rauszugehen, wenn ich das nicht mitnehme. Ja, also ich bin jetzt ehrlich gesagt total zufrieden mit dem, was ich jetzt hier so habe. Das würde mir reichen, ist eh genug. Und zum Beispiel
Das Tolle an diesem Pouch ist, wenn jetzt innen drin mal kein Platz mehr ist, dann kann ich ja das Pouch da oben drauf machen und dieses an die Seite, also da kann man so toll variieren. Geile Geschichte, also wie gesagt, ich bin soweit mit diesem Setup, das könnte im Sommer funktionieren. Oh Mann, das dauert noch lange bis zum Sommer. Ich schaue gerade auf die Uhr, ist ein Witz. Aber ich freue mich wirklich schon drauf, auf diese Zeit. Winter habe ich ja wirklich schon alles erlebt jetzt. Naja gut, soweit so gut. Ich kann sonst nichts mehr sagen. Das war's. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wir sehen uns draußen in der Natur beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Servus. Ciao.